Hallo, lieber Zuschauer. Wir sind heute mit dem Thema hier einfach das Ganze, was wir bisher so angesprochen haben, etwas besser verständlich zu machen. Wie kann denn das funktionieren? Wie kann man vorgehen? Deswegen dieses Thema heute selbst entscheiden können, wie und mit welchem Aufwand man agieren kann. Und diese eigene Entscheidung ist dieser große Unterschied zu dem, was man ansonsten als Angestellter in diesem täglichen Hamsterrad oftmals erlebt. Ich will es aus meiner Sicht noch einmal ein bisschen konkretisieren. Jeder von euch da draußen, die uns jetzt zuschaut, hat einen Job. Und meistens sind es 8-Stunden-Job und das mal 6 Tage in der Woche. Und dann seid ihr fertig. Jetzt kommt einer her und sagt, ich habe einen Nebenjob für dich. Leider Gottes braucht er nochmal den gleichen Aufwand und ein halbes Jahr Aufbauzeit. Da wirst du was tun, wirst sagen und tschüss. Das kann es also nicht sein. Also müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir mit einem minimalen Mehraufwand ein Vielfaches an Erfolg, an Einkommen generieren. Und das ist das Thema, für das möchten wir dich erwärmen, weil der Herbert Seeger und ich, wir haben es beide für uns geschafft. Man braucht dazu natürlich auch die Gelegenheit. Gelegenheit heißt für mich in dem Fall, das richtige Angebot muss zur Verfügung stehen. Denn wenn wir jetzt hergehen und der Hans-Janotta hat gerade von einem 8-Stunden-Tag gesprochen, ja, es sind ja in der Regel so um die 5 Arbeitstage in der Woche, die man normalerweise hat. Aber wenn wir jetzt hergehen und wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass nach diesem 8-Stunden-Tag die Batterien schon ganz schön leer sind, ja, dass dieser Energielevel in einem selber gar nicht mehr so toll ist, dann werden wir natürlich nur dann erfolgreich etwas anderes machen können, wenn dieser zusätzliche Aufwand sehr überschaubar ist. Und da haben So. wir jetzt eine tolle Botschaft. Und wenn du dir, wir haben ja nochmal das Thema Dschungelcamp, ich stell dir vor, jemand kommt nach Hause, du vielleicht, mit so hängenden Mundwinkeln, weil er völlig fertig ist, der hat nämlich keine 8 Stunden gearbeitet, sondern 10, und dann hockt er sich zu Hause hin und guckt Dschungelcamp. Ich sag dir eins, ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr, aber ich weiß es noch von früher. Dieses Thema Dschungelcamp, wenn da nur hinreichend genug Idioten unterwegs sind, wird dich auch belasten. Sehr sogar. Und wenn du dich aufregst über die Putins und über die weiße Teufel was in diese Trumps in dieser Welt, wird dich das aufregen. Nimm doch die Energie und tu was für dich. Das ist das, was mich interessiert, was uns interessiert. Nimm dir 1 Stunde am Tag und mach etwas Zusätzliches, wo du ein Vielfaches an Geld verdienen kannst, als das, was du durch deinen Knochenjob sowieso hinkriegst. Was uns jetzt unterscheidet, lieber Hans, das ist das, ich habe einen Fernseher und Aha. ich nutze den auch, weil es ist natürlich so, man kann nicht immer nur Gas geben, sondern man braucht auch eine Entspannung. Man muss auch durchatmen. Und bei dem einen ist es das Dschungelcamp anschauen und bei dem anderen ist es vielleicht sein Lieblingssportverein, dem er beim Verlieren zuschauen will. Ja, so geht es mir meistens mit dem VfB Stuttgart. Ja, das Wollte ist gerade ein sagen, du ganz. hast ja gute Energie um dich herum, was Verlieren angeht. Ja, da muss man schon leidensfähig sein. Ja, Ja. aber es ist halt einfach auch etwas, um geistig auf was ganz anderes mal zu gehen. Ja, weil wir können nicht immer nur mehr Gas, höher, schneller, weiter und so weiter, sondern auch dieser ganz wichtige Mix ist entscheidend, dass man zwischen Anspannung und Entspannung natürlich wechseln kann. Und das ist jetzt bei ja, einem zweiten Standbein, das man unter Umständen anstrebt, ja, um seine finanzielle Situation zu verbessern, um vielleicht den Ausstieg später dann machen zu können von dem Angestelltenverhältnis zu der Selbstständigkeit. Und da weiß ich jetzt, an was ich da spreche, weil ich war 35 Jahre in Führungspositionen im Automobilhandel als Angestellter unterwegs und ich kann gar nicht sagen, wie ich das genieße, dass ich jetzt selbstständig bin und dass ich da eben einen idealen Einstieg gefunden habe, um diese Selbstständigkeit dann auch hauptberuflich zu machen. Und das ist mir gelungen und diesen Weg bieten wir auch an.
Ja, also ganz wichtig. Ich lese übrigens Romane, meistens Trivialromane, um mich zu entspannen, weil ich dann nicht meine Augen nochmal zusätzlich belasten muss, sondern das geht einfach einfacher, was man in den Bildschirm glotzt. Und ich mache tatsächlich einen Nebenjob, der mit einer Stunde am Tag machbar ist, mit einer ganz tollen Ertragsperspektive. Das, was wir jetzt gerade machen, Herbert, mit dir, wir beide zusammen, das ist innerhalb dieser einen Stunde machbar, drei Videos aufnehmen und die nachher bei YouTube zu veröffentlichen. So, und darauf kommt es uns an. Es kommt uns darauf an, dir klarzumachen, wir wollen dich nicht weiter belasten, sondern wir wollen dir eine Option geben. Musst halt blöderweise auf das Dschungelcamp und auf den verlierenden VfB Stuttgart verzichten. Unter Umständen, aber nur unter Umständen, weil man kann ja natürlich auch sagen, ich mache jetzt heute mal gar nichts und ich mache morgen dafür 2 Stunden. Das geht, wenn man denn auch die erforderliche Disziplin mitbringt, und zwar für sich selber. Es geht nicht darum, dass wir jetzt für das, was wir anzubieten haben, der Hans Janotha und ich, dass wir da jetzt einen Druck aufbauen, sondern man hat wirklich in der Zusammenarbeit mit uns die völlige Freiheit. Wir wollen nur wissen, geht das? Ist das zeitlich schaffbar? Wenn ja, wie stellst du dir das vor? Und dann akzeptieren wir das, wollen aber dann auch, dass das, was wir dann vereinbart haben, dass das beide Seiten auch einhalten. Also ich muss da noch was dazu sagen zu den statt einer Stunde 2 Stunden, weil ich am Tag vorher gepennt habe. Da bin ich absolut kein Fan davon. Und zwar warum nicht? Weil aus den 2 Stunden ganz schnell 4 werden und aus den 4 8 und dann hast du noch einen Fulltime-Job. Deswegen, und du hast gerade einen Begriff gesagt, der wichtig ist, Disziplin. Wenn du es diszipliniert schaffst, eine Stunde am Tag etwas zu machen, was für dich auch angenehm ist, dann ist das alles, was notwendig ist für einen ertragreichen Nebenjob. Und dann, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, dann musst du halt möglicherweise darauf verzichten, dir irgendwas reinzuziehen, was kein Mensch braucht. Also Herbert, den VfB Stuttgart brauchen wir beide, das ist schon klar. Aber den Rest nicht. Nimm dir eine Stunde und spanne diese eine Stunde konsequent vor die Karre deines Erfolges. Deshalb laden wir ein zu einem persönlichen Gespräch. Das wird so ungefähr eine halbe Stunde gehen, am Telefon oder per Zoom. Wir werden das zu dritt führen. Und da ist uns einfach wichtig, dass das im Vordergrund steht, was dich, lieber Zuschauer, erstmal bewegt, wo deine Stärken sind, wo du hin willst. Und das finden wir in dieser halben Stunde heraus. Und wir bieten nur dann etwas an und machen nur dann etwas, wenn es wirklich zu dir passt und wenn du damit glücklich sein kannst. Wie das also genau geht, werden wir in einem Dreiergespräch dann gemeinsam herausfinden. Und da freuen wir uns drauf. Deshalb wollen wir es für heute mal, glaube ich, so genug sein lassen. Wir werden weitere Videos machen in dieser Richtung mit ganz spannenden Themen, ganz spannenden Themen. Und da kann man sich wirklich drauf freuen. Wir freuen uns auf diesen Austausch. Ja, bis dahin wünsche ich alles Gute. Ebenfalls danke, tschüss. Ich werde mich jetzt mit der zweiten Hälfte meiner halben Stunde beschäftigen und diese Videos bearbeiten. Tschüss, lieber Zuschauer.